Und damit willkommen zurück zu einem neuen Tag. Willkommen, seid gegrüßt in den Zwerggenommen mit zu denken zu Death and Texas. Let's play Death and Texas. Im Zwerg First. Okay, hier haben wir die Nachrichten vom Tag. MeTube. Okay, meine MeTuber überleben lassen. Ach, wir haben hier noch das rote Buch. Sekunde. Ich bin auch gar nicht mehr im Livestream. Da ist es weg, das Buch. Ja, brauchen wir gar nicht. Flücht hier. Brauchen wir auch nicht so dringend. Ja, Fidget Spinner. Juhu. Bringen wir es wieder zum Brennen. Letztes Mal schon geschafft, den Fidget Spinner zum Brennen zu bringen. Na komm, brenne. Nice. Ich habe die Entscheidungsmünze. So. Die Quote für den Tag ist: Every other profile has to die. Es ist langsam, es ist. Wir kriegen hier langsam. Wir müssen langsam, wir kriegen Sachen. Langsam ist es egal, wenn wir töten. Langsam ist es. Ja, langsam sind es die. Es ist halt wirklich. Every other profile. Dem Fate ist es mittlerweile egal. Es ist halt einfach. Es ist halt wirklich. Die Regeln hier. Every other profile have to die. Aber wie? Die Hälfte der Profile. Aber wie? Also, wenn wir jetzt hier anfangen. Das ja, aber wie fangen wir an? Brauchen wir uns gar nicht durch. Ich meine, vielleicht machen wir einfach die Hälfte. Ariana, das ist. Ich bin überfordert, Chef. Ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich das mache, also in welcher Reihenfolge. Dann haben wir Spelunker und Mobster. Also wenn ich jetzt einen Spelunker mache, muss ein Housekeeper. Was tun? Muss ein Housekeeper und den Molestoren. Dann bleibt der Game Designer am Leben. Und dann, wenn ich den Spelunker mache, ist der Game Designer dran. Der Professor bleibt aber am Leben. Okay, haben wir einen Rentner mit 73, wenn wir den töten. Ist der Game Designer dran. Housekeeper und das Spelunker. Okay, also wir haben den Rentner. Dann müssen wir jetzt den Game Designer. Dann den nicht. Und dann den. Und dann den, wenn ich es richtig verstanden habe. Haben wir hier die Toten. Das sind jetzt vier und vier bleiben am Leben. Was für wundervolle Entscheidung hier. ja. Es wird immer banaler. Jetzt habe ich die Aufgaben für den Tag verstanden. Ich befolge die Regeln. So mache ich das. Hallo Chef, habe ich es gut gemacht. Grim, welcome. Remember when I told you of my idea to become an author? I think I have reached a conclusion. Ich rede mit uns auch mittlerweile über private Sachen und so. Es ist halt einfach mittlerweile egal, was wir tun. Es wird halt immer banaler. Ich merke es langsam. Es ist wirklich. Ja. Die Regeln werden ad absurdum getrieben. Okay, du willst als Autor werden. I am sorry. Am I taking too much of your precious time with my insignificant fancies? Now listen,
Truly, I have decided to set myself upon the path of grand artistry. I shall compose a novel most illustrious, one that will explain everything. Certainly, once it is finished, you will be the recipient of the first copy of the first printing. Sehr schön. Anyway, we have some official business to take care of, yes? Nothing amiss here, as far as I can see. Your adherence to the rules is admirable. Now I bid thee goodbye. The inaugural words of the greatest novel of all time will be engraved tonight. Ah, okay, haben wir wieder gut gemacht. Kriegen wir dafür auch irgendwann mal eine Auszeichnung? Wir haben schon mal eine Auszeichnung bekommen. Tis a storm of sails. So, was hast du denn anzubieten? Das kann ich mir nicht leisten, das auch nicht, das auch nicht. Ein Kalender, das ist auch nicht schlecht. Den können wir gebrauchen, den Kalender. Um sie rum, da haben wir schon wieder die Wolke. Hey there, what you up to, killer? Ja, das stimmt nicht ganz. Bin ich schon irgendwie. Can't do that. I'm deeply ingrained. The suffering. How many lives have you taken? Do you even count? Nah. Starting to look a bit grim. Hab aufgehört zu zählen. I guess that's already in the name. Grim Reaper. Of course not. You're pure and clean. It's not as if life and death are directly in your control. No wonder fate picked you for the crafting pot. Aha, okay, haben wir was Neues bekommen. Ein Outfit. Haben wir uns irgendwo mal was gekauft. Katzen und hatten wir schon, Vogel hatten wir auch schon. Bleibt bei der Maske hier. Klamotten was Neues. Sieht nicht danach aus. Okay. End the day. Ist ein neuer Tag, neues Glück. Schauen wir mal kurz rein. Können wir uns natürlich alles neu leisten. Müssen wir noch einen Tag arbeiten. So, oha, do your job. Ah, okay. Ich habe extra Münzen. Sehr schön. Spin. Sehr schön, was gibt's Neues? Okay, Shark Population drops to dangerous level. Oha. Das wären unsere Entscheidung. Aha, okay. Quarter for the day. Last three humans came from the fox. Have to die. Da habe ich jetzt nicht hingeguckt. Vermute mal die letzten drei. Die letzten drei sind hier hinten, die hier. Niklos Zaro. Wülfenstein. Und er hier. Die anderen bleiben am Leben. Es ist nur noch Gewissenloses. Ich lese mir gar nicht mehr die Profile durch, einfach. Es müssen ja nur drei sterben. Ich brauche nicht mal die Entscheidungskönnen. Es wird ja, es ist einfach. Ich befolge die Regeln. Schau mir nicht mal die Profile an. Ich mach das. Ich tue einfach meinen Job. I do my job. Ja. Grim, why are you here? Oh, right. The daily. Es ist ihm sogar schon egal, dass wir herkommen. Es ist halt wirklich. Ja.
Let us get on with it. I see the exact amount of profiles necessary. Good job, I guess. Yes, that should suffice, I imagine. Questions. Questions, Grim. Fine. I have trouble finding inspiration anyway. Perhaps your questions will assist me. Make sure they are deep and meaningful. No idea. Our immortality precludes us from such knowledge. Yet, I imagine it would be a pleasant release. In that case, at least one only dies once. But more likely, death is just nothingness. And nothing, being nothing, has no inherent positive or negative effects. Any other questions? Das ist eine interessante Frage. Not in the sense that humans consider it, no. Hardly. Any other questions? Kein Licht am Ende des Tunnels. Sehr schade. Because they seem to find themselves in life-threatening situations all the time? Life is unpredictable and lacks an innate meaning. I imagine it is up to them to make their lives meaningful, even if it sometimes ends up being fatal. Any other fraternity? Grand. Goodbye, Grim. The muse beckons. Bin auch gefragt. Geld für mich. Aber den Job. Wir können uns das leisten. Das Radio. Oder Tentakeln. Die Klamotten. Und das Radio. Let's go. Und was du das für ein Schreibtisch? I dare not even recall the details. But since you wish to hear it, I shall tell it. Es wird mir langsam langweilig, der Job. Deswegen, ein Radio kann ich hören. The office building downtown. And I saw this in an elevator. Went in, tore it out and made a run for it. The device has immense power. Ye turn the knob, and infinite pleasant noises come from it. Some might even call it music. So, Geld ausgegeben. Wir müssen schlafen gehen. End the day. So, ein neuer Tag. The Rules. Local Man, Dead of Poisoning, Intelligenz, okay. Das ist illegal, Performance. Aha. Okay, da liegen noch die Münzen. Die haben wir noch nicht bekommen. Oh! Musik ändern. Sehr schön. Genau, das Partymusik. Any humans who seems suspicious of to die. What? Es ist jetzt wirklich, es ist komplett random. Suspicious. Seltsam muss ich dazu sterben. Okay. Ja. Siehst du suspicious aus? Bist du der Imposter? Alessandro 87. Bassist. Ich finde, der sieht ziemlich suspicious aus, oder? Was würde ich denn doch sagen?
Der sieht ziemlich nach einem Imposter aus. Er sieht auch ziemlich suspicious aus, würde ich sagen, oder? Haben wir zwei getötet. Aber sie sieht gar nicht verdächtig aus, ne. Sie ist definitiv Crewmate. Und auch. Und du auch. Damit haben wir, glaube ich, die Aufgaben für den Tag erledigt. Würde ich sagen. Die waren sehr suspicious. So, ab zum Chef. Hallöchen. Keiner da? Nein, die Katze schon wieder. Nein, nicht. Ich will nicht wieder, dass du meine Unterlagen klaust. Obwohl, mach halt. As you enter, you notice that Fate's office is empty aside from Lady Prowlington snoozing on the table. Genau. The old-fashioned phone suddenly rings with an ear-piercing metallic clatter. A familiar voice calls from the static. Haha, Grim, jolly good. As you may have noticed, I am absent. I decided for a short vacation. Oh nein! Fate macht schon wieder Urlaub. Das heißt schon wieder. Also er ist weg und Katze muss wieder auf uns aufpassen. Oh nein. And the free time nicht. Is essential for research. For the novel, yes? Hello, Grim, are you there? Curse this useless apparatus. It never works when I need it. Und will auch Urlaub. Ich brauche Urlaub. So, you are wondering about the nature of vacation. Langsam wird's hier öde. Well, those are for highest management only. I mean, it is not as if you need one. Technically, you are just an amalgamation of ingredients. You are not even alive. Mm-hmm. But what of the conduct overview, you may be thinking? To be honest, wir kriegen also keinen Urlaub. Ich kündige. I am certain you have done well enough. Now, I must go submerge myself. Toodles, Grim. Jetzt passt die Katze wieder auf uns auf. Na toll. Das kann ja lustig werden. Oh, die Bar ist wieder offen. You're such a scoundrel. There should be a bounty on. Kürbis. Sehr schön. Kürbis gekauft. Spooky tale if there was one. Stumbled upon Pumpkin Jack. Castle during me travels once. Seemed like good Pumpkin Jack character. But nay, a monster hunted them corridors. Head large and round. Twas pair turns out only so yeah, it is not much of a curse. Ui. Hallöchen. Leute. Naja, diesmal mache ich hole mir erstmal einen Drink. Why, if it isn't the young Grimster. Back again to delight my eye. Oh, so 3 weeks down already. That's quite an achievement. Say, how's the grind been treating you since our last chat? About the whole thing? Doubts about the power bestowed into your hands and how you affect so many lives every single day? Makes me uneasy. Can I be sure my choices have the correct results? Naja, langsam wird es ein bisschen. Ja, langsam wird es ein bisschen confusing. Like there's a tinge of arbitrary design in the dark. Kopfkratz. Heckin' scary. One ought to heed instincts in collaboration with reason. Sounds twice as powerful to me, yeah? Ah, but what do I know? I'm just the barkeep. So what can I get you? Oh, thanks. Mortimer found the original oinker on an excursion to the Shrouded Zones. It's a bit of a hassle, though. Keeps multiplying all the time. Take your eye off for a second and bam, tiny piglets everywhere. Go on, take one. Just make sure you feed it with some coins once in a while.
What's your poison? So, dann hätte ich mal einen Drink. Dann kosten wir doch mal den hier. Go wrong with the bloody classic. It'll kickstart your recovery from any slump. Es ist das seemingly metallic taste fits you. It hints at the usage of real blood, but in truth it's just tomato juice. The drink has a sharp, peppy undertone. Aha, okay. Au revoir, little Reaper. Au revoir, Barkeeper. So, jetzt reden wir mal zu dem hier. Hallöchen. Look at that. It's a hatchling. I guess they let all sorts work here now. Sieht immer nach einem anderen Krimreaper aus. Der hat diesen Vogel noch gewählt. Yet one must welcome the dregs, one must. What brings you to Florian, the Eradicator? Einer unserer Schreibtischnachbarn, einer unserer Kollegen. What makes you think people are interested in meeting you, then? Got insights into the fabric of the universe, deep reflections on the nature of the office? Save us the boredom. Still, fate expects us to be polite to one's colleagues because it advances synergy and improves long-term morale. I suppose I must then do my best to enlighten you on whatever matters are bothering you today. Okay. Tja, das wollte ich fragen hier. Ob der ein anderer Reaper, dann ob der ein Mitarbeiter ist. I am the best and brightest of the bunch. When I aim for the jugular, I do not miss. Aha. With blood and guts, I will paint my magnum opus on the canvas of cosmos. All flesh is temporary. We here provide the herd with an escape from their meat prison. Aha. Salvation, or at least the closest thing they'll ever get. What consequences? I follow the rules handed from above, as do we all. There is no other option. Kommt mir bekannt vor. I just make sure to enjoy every slash and stab. Take pride in a successful exit. Wir können Freunde werden. For that, das ist bei der Regel befolgt. What we are born to do, yes, we Deathbringers all have to die. Unthinkable. You mean to suggest I go against fate's rules and kill more people? A lot more. All of them. I mean, fate's ringing. Amazing. Yeah. A glorious day. But, such fantasy. I can bide my time until their atrophy. Ciao, little hatchling. Lessons learned, off you go. Mhm. Das war ein tolles Gespräch. Okay, ein anderer Grimm, der auch sehr, genauso wie wir, die Regeln sehr streng befolgt. What's with the mask, stranger? Did someone release the plague again? Ach meine. Oh, die geht auf meinen Look ein. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe hier die Plague-Doktor-Maske auf. Das ist Corona-Krise. Das heißt, hier bringt viele Leute um. You're in the human department, right? I mean, the dark circles, the vibe like you haven't slept for 1,000 years.
Ja. It is. At least for me. Können wir den Look auch irgendwann mal kriegen? Was habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt? Okay, sie ist auch im Menschen-Apartment. Auch einer unserer Kollegen. Work is work, I guess. So, I figure you've been here a while by now. How do you feel about the work we do? Wie finde ich die Arbeit? Ja. Right? I've heard some spawns complain about insane working hours, but they spend all day on their phones. Doom scrolling on Cockle, whatever that dumb app is called. Es gibt auch Leute, die einfach mal nichts tun. I haven't opened it in years. Ich will auf jeden Fall nochmal einen Run-Versuch, das werde ich auf jeden Fall machen, einen Run-Versuch, wo ich dann einfach mal auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich da Leute einfach, ich habe ich jetzt in gewisser Weise schon gemacht, ist da jetzt in gewisser Weise schon Leute einfach egal raushauen hier. Ich werde auf jeden Fall gegen den Boss spielen, gegen Fate. Also wenn der Fate sagt, mach zwei Leute, dann will ich vielleicht auch drei machen oder so, gar keinen oder so. Wenn man ein bisschen gegen den Boss kämpfen im zweiten Run. Das habe ich ja jetzt sehr gut gemacht. Das ist jetzt irgendwie, das ist doch die Regelnfolge. Hauptsache die Regel nicht beachten. Das ist im zweiten Run dann unsere Idee. Okay. No, I mean, I used to, but nothing interesting ever happened. Stimmt allerdings auch. The same every day anyway. Kill all door-to-door salespeople. Das liest gar nicht die News im Handy. Mach ich auch nicht wirklich, aber gut. Ja. Habe ich am Anfang ein bisschen gemacht, aber ja. Nachrichten. I've seen the boss like once. Not gonna happen. I bet it's all part of Fate's grandiose plan. The equilibrium. And who am I? A mere spawn to question it. Aha. I get different instruction every day. Sie scheinbar nicht. Congratulations. Naja, das stimmt nicht. Die News lesen, die haben mir noch nie geholfen. Do they, though? Do they really? Or is it an illusion? I just do what fate tells me to. The decisions are not mine to make. Have you ever heard the inspiring story of Sculliphus? I'm guessing you have. It happened way back when we still used rubber stamps instead of markers. All right. In any case, I made peace with the monotony a long time ago. Besides, as long as the coins keep coming, can we really complain? Darauf kommt es an. Das Geld kommt, dass man zum Sachen im Shop kaufen können. You mean, aber das können wir auch raten. Ignore my instructions? Won't that get me like instantly fired? Yeah, it's probably for the best. Been getting along just fine until now, right? Thanks for the chat, stranger. Anyway, I'm off to sleep. See you later.
Maybe. Und die haben deren Namen wieder nicht mitbekommen. Was macht man nach den Namen fragen? Jimt. Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben. Hat sich gerade jemand gegrunzt? Jetzt haben wir was Neues gekauft. Kürbis. Winter Vegetable, Starwing, Rotten, Pumpkin King, on Fire Today, Pumpkin. Den finde ich nicht schlecht. Den auch nicht. Rotten Pumpkin. Nicht übel. Starwing. Den Verrotteten finde ich gar nicht schlecht. Sieht ein bisschen gruselig aus. Den finde ich gut. Passend zu den roten Klammern. Dann können wir lieber das nehmen. Haben wir ein bisschen Abstraktheit zu den Klamotten. Ja, mach mal so. Pumpkin Jack ist unterwegs.